Hallo und herzlich willkommen zu Simtastisch. Heute geht's weiter mit der Villain Challenge. Und ja, im letzten Teil sind Evie und Henry auf einem Date gewesen. Das war also ihr erstes offizielles Date. Und da sind die beiden sich ja ein bisschen näher gekommen. Zwar nicht auf ihrem ersten Date, aber Henry war dann in ihrer Nähe und kam dann einfach vorbei, als Evie ein paar Pilze gesucht hat. Damit sie ihre Kühe oder ihre Kuh und ihr Huhn füttern kann, kam Henry dann spontan beim Pilzesuchen vorbei und dann hatten die beiden ihr erstes Techtelmechtel. Ja, und dann hat Henry sie am nächsten Morgen gefragt, ob die beiden nicht ein Paar werden wollen und Evie hat dazu natürlich ja gesagt. Ja, und jetzt fragt Henry sie, ob sie üben wollen, wie man ein Baby macht. Ja, jetzt haben wir hier ein paar Auswahlmöglichkeiten. Wir können es natürlich probieren oder wir können sagen, ist es nicht ein bisschen zu früh, über Kinder zu reden oder interessantes Angebot. Ich komme vielleicht später drauf zurück. Da Evie ja verliebt in Henry ist, würde ich jetzt einfach mal sagen, die beiden werden das jetzt einmal probieren. Ich hoffe, dass Evie nicht direkt schwanger wird, weil sie hat ja auch aktuell ihre Tage. Aber wir lassen das jetzt einfach mal geschehen, weil Evie darf ja insgesamt 3 Kinder haben. Und das heißt ja jetzt auch nicht, dass es direkt funktioniert. So, dann schauen wir mal hier. Das war nochmal Annabelle. Genau, also Annabelle müssen wir dann gleich auch noch putzen. Und unser Huhn, das hieß, wo habe ich es denn? Hier haben wir es, das hieß Nugget. Und Nugget ist aktuell sehr glücklich. Also Evie, wenn ihr da hinten fertig seid, dann bitte einmal Annabelle putzen. So, die beiden scheinen fertig zu sein. Dann wirst du jetzt bitte einmal Annabelle rausrufen. Einmal werden wir den Viehstall säubern und dann werden wir hier das Futter auffüllen, werden Annabelle herbeirufen, damit du sie auch gleich füttern kannst. Warum geht Evie so, als müsste sie gleich auf Toilette? Da werden wir dann gleich mal schauen. Und dann schauen wir auch, was Nugget. Nugget ist satt und sauber. Oh, wir können hier Eier einsammeln. Das machen wir dann auch mal direkt. Dann haben wir das nämlich auch schon in unserem Kühlschrank. Dann kann Evie nämlich mehr machen. Weil ich hatte ja auch das Merkmal wieder hinzugefügt, dass sie nicht sparsam, wie heißt das, dass sie praktisch ihr eigenes Zeug ernten muss, damit sie eben sich was kochen kann. Ich weiß nicht mehr, wie es heißt, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. So, ich hoffe, das geht jetzt ein wenig schneller. So, dann bitte einmal Annabelle. Wo haben wir es? Annabelle putzen. Und was war das? An versöhnliches Wesen der Kuhpflanze erinnern. Okay, wir probieren es einfach mal. Vielleicht freuen wir uns dadurch ja ein bisschen mehr mit Annabelle an. Und dann melken wir Annabelle dann auch noch ein bisschen. Oh, wir haben 3 Hühner eingesammelt. Nicht 3 Hühner, 3 Eier. Das ist doch schon mal gut. Und sobald Evie das dann gemacht hat, gehen wir dann auch schnell auf Toilette. So, Henry ist gegangen, weil er los musste. Vielleicht muss er ja wieder zurück zu Snow. Mal schauen, wie leicht schmutzig schon wieder. Das haben wir doch erst gesäubert. Dann einmal nochmal sauber machen. Und dann, Evie, darfst du auch schnell duschen gehen. Und wir tun noch den Käse in den Kühlschrank, den wir zubereitet haben. Und sobald du das dann erledigt hast, kümmere dich doch einmal noch um deine Pflanzen. Okay, kannst du jetzt nicht, weil es dir nicht gut geht. Dann können wir hier noch einmal sich selbst bewundern, einmal hier frisch machen. Und was können wir denn noch? Dann kann Evie ja auch mal hier ein wenig Fernseh schauen. Was schauen wir denn an? Einfach einen Film. Und dann schauen wir einfach mal, was der nächste Tag dann so bringt. So, mal schauen, was sie will. Sie möchte mit Henry Schluss machen. Evie hat keine Gefühle mehr für Henry. Evie, Henry ist dein Traummann. Mal schauen. Aber sie findet ihn immer noch als sehr attraktiv. Und die beiden sind ein Liebespärchen. Ich würde mal sagen, Evie, das werden wir dir nicht erfüllen. So, dann machen wir vorsichtshalber einmal den Schwangerschaftstest. Ich glaube zwar nicht, dass es
funktioniert hat, weil sie halt hier auch kein Icon hat dafür. Aber wir wollen halt einmal auf Nummer sicher gehen. Und dann kannst du auch schlafen gehen. So, okay. Ivy ist nicht schwanger. Das ist gut. Und während Ivy jetzt auf dem Weg in ihr Bett ist, werde ich jetzt hier noch schnell das Zeug in den Kühlschrank machen. Und dann sehen wir uns morgen wieder. Ein neuer Tag beginnt. Und zwar beginnt heute Winterfest. Und dann haben wir hier die Benachrichtigung bekommen, dass Ivy sich nicht gut fühlt, weil sie schon längere Zeit nicht romantisch mit ihrem Schatz war. Und dass sie jetzt Angst hat, dass Henry was hinter ihrem Rücken macht. So, da wir ja Winterfest haben, könnten wir natürlich jetzt einmal Henry eine Nachricht schicken. Wir schicken ihm einmal eine SMS und werden dann einmal mit ihm ein bisschen plaudern. Ich hoffe, dass das dann noch nicht zu früh ist, weil wir haben ja erst 7.26 Uhr bei den Sims. Und was hat Ivy hier? Fein gemacht. Heute ist der Tag zur Abrechnung. Ja, das können wir machen. Und einen anderen Sim wütend machen. Das können wir auch machen. Und warum ist Ivy? Lauernde Ängste. Ein Gefühl der Angst lauert über Ivy. Als sie etwas Neues an sich bemerkt, eine Angst, die zuvor nicht da war. Okay, hat sie eine neue Angst bekommen? Sie hat Angst, betrogen zu werden. Ivy muss mit ihrem Schatz reden und es war... Oh, okay, daran arbeiten wir. Und Ivy hat Angst vor unerfüllten Träumen. Daran können wir auch arbeiten. Aber bevor wir da jetzt hier was machen, können wir uns hier um die Pflanzen kümmern? Nein, können wir nicht. Aber wir können einmal Annabelle putzen. Und dann werden wir Annabelle einmal noch melken. Wie sieht's mit ihr aus? Satt und sauber. Dann können wir hier einmal die Eier einsammeln und hier dann auch nochmal den Viehstall säubern. Und sobald wir es dann spät genug haben, dass Henry, ja, wach sein könnte, werden wir ihn dann auch nochmal einmal anrufen. Ihn hier auf dem aktuellen Grundstück einladen oder wer weiß, vielleicht ruft Henry ja auch selber an. Und wir haben gerade von ihm gesprochen, aber es ist nur eine Nachricht. Ivy, danke, dass du mir vorgeschlagen hast, mit Markus Flex abzuhängen. Wir hatten eine fantastische Zeit. Das ist schön, Henry, aber wir dachten eigentlich, dass du uns vielleicht einlädst, zu dir zu kommen oder, ja, dass du vielleicht mit uns irgendwo hinreisen willst. Aber nicht so schlimm, das können wir ja noch irgendwie, ja, herbeiführen, dass wir dann Henry nochmal eine Nachricht schicken oder wir Henry eben einfach besuchen. Ivy hat nochmal ein Ei eingesammelt, das ist auch gut. Und wir haben Milch, die können wir dann auch hier in unseren Kühlschrank machen. Und wir haben sogar hier ein Häschen rumlaufen. Was haben wir hier? Okay, ist noch ein Jungtier. Aber wir wollen natürlich jetzt erstmal mit Henry etwas plaudern. Plaudern, oh, Henry ist sogar hier, Kamera zentrieren. Oh, Henry, wo gehst du denn hin? Bist du auf dem Weg zu Ivy? Oder er geht wieder angeln. Mal schauen, welche Richtung er einschlägt. Okay, er kommt schon mal da hoch. Vielleicht ist er ja auch auf dem Weg zu Ivy, um ihr einen Überraschungsbesuch abzuschließen. Das ist doch eigentlich schon mal die richtige Richtung. Ivy, du musst dir so keine Sorgen machen, denn Henry wird gleich bei dir sein. Oder auch nicht. Henry geht dahin. Dann gehen wir doch einfach mal hierzu hin zu Henry. Und oh, er kümmert sich um den Garten. Was macht er denn da? Er befreit sie von Unkraut. Dann tun wir doch jetzt einfach mal so, als wären wir auf dem Weg zu ihm. Oder nicht auf dem Weg zu ihm, sondern vielmehr auf dem Weg zu den Pilzen. Weil wir brauchen natürlich sehr dringend Pilze für unsere Pilzsuppe, die wir nicht kochen wollten. Aber das weiß Henry ja nicht. Schauen, ob Henry noch da ist. Ja, das ist super. Und dann werden wir jetzt einmal mit ihm flirten. Hey, schön, dass du da bist. Hey, was soll das? Bitten abzuhängen. Hallo? Also wirklich, Henry. Hey, sag mal, wir hatten gestern so einen schönen Tag. Hast du nicht Lust, bei mir zu bleiben? Okay, ich kann einen Moment bleiben. Das ist doch gut. Dann machen wir hier einmal den Hals küssen. Und dann werden wir einen Kuss hauchen. Und dann... werden wir jetzt einmal hier ein bisschen freundlich sein. Was machen wir denn?
können ihm, glaube ich, aktuell keinen... Wir erzählen ihm einfach mal eine fesselnde Geschichte. Und dann werden wir natürlich auch noch ein bisschen Bewunderung teilen. Und was können wir denn noch machen? Wir erzählen eine dramatische Geschichte und dann können wir ja auch über Hochzeit reden. Machen wir einfach mal. Denn dann könnte Evie ja sagen, wie sie sich ihre Hochzeit vorstellt, wenn Henry es denn interessiert und nicht einfach wegläuft. Wir werden jetzt trotzdem nochmal über Hochzeit reden. Weißt du, ich stehe total auf Hochzeiten und meine Hochzeit, die sollte total gut sein. Also das Essen. Und das Essen soll hoch hinausgehen. Also vom Geschmack her sollte das wirklich hoch hinausgehen. Und ich hätte gerne eine wirklich große Hochzeit, dass mich auch die Untertanen kennenlernen und sehen. Und ja, dass sie mich einfach mögen. Mal schauen, was Henry jetzt machen will. Okay, er will flirten. Das darfst du natürlich sehr gerne machen, Henry. Und können wir schon eine Schneeballschlacht machen mit Henry? Das ist doch auch was Schönes. Dann können die zwei ein bisschen Zeit miteinander verbringen. Dann knüpfen die auch nochmal so einen Bund. Ich weiß noch nicht, worauf die jetzt warten. Da kommt ein Füchschen. Hoffentlich warst du nicht bei meinen Hühnern. Oder vielmehr bei meinem Huhn. Ich habe ja nur einen Huhn. Thomas Yarabi ruft an. Ich rufe an, um dich zu informieren, dass dein Ururgroßvater des Freundes deiner Cousine zweiten Grades verschieden ist und dir ein großes Vermögen hinterlassen hat. Nimmst du die Erbschaft an? Da ich ja schon weiß, worum es da geht, also wir sollen innerhalb von 7 Tagen sollen wir heiraten. Wir könnten jetzt natürlich auch sagen, Kohle, 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 gib her. Oder unter welchen Bedingungen oder nein, danke. Da wir in dieser Legacy, sage ich jetzt einfach mal, ja sowieso keine Probleme später haben mit der Kohle, sage ich jetzt einfach mal, unter welchen Bedingungen, dann haben wir nämlich nicht so den Druck, Henry in den nächsten 7 Tagen zu heiraten. Auf jeden Fall haben wir 2500 Simleons bekommen und die beiden stehen immer noch wie angewurzelt da. Dann breche ich das einmal mal ab und mache einfach mal ein dröhnendes Lachen. Ho, ho, ho. Ich glaube, das findet er nicht so gut. Oder doch? Auch wenn es jetzt nicht so nach dem Weihnachtsmann klang. So. Was können wir denn noch machen? Du machst einen netten Eindruck. Falls du helfen möchtest, ach so, ja, das ist mit den Dorfbewohnern, das erzählt uns irgendwie gefühlt jedes zweite Mal, dann erzählen wir ihnen einmal ein Geheimnis. Weißt du, derjenige, der unter der Papiertüte steckt, ist, jemand, der ein Geheimnis verbirgt. Logischerweise, sonst würde er ja nicht die Papiertüte tragen. Oder er mag ganz einfach Papiertüten. Schauen wir mal, wo Henry hingeht. Mit Henry plaudern. Es könnte jetzt natürlich auch sein, dass er schon direkt nach Hause geht. Also zu Evie nach Hause. Dann geh du auch einmal nach Hause, Evie. Und Henry ist tatsächlich zu Evie nach Hause gegangen. Und die beiden können ja hier vielleicht noch einen Schneemann zusammenbauen. Oh, Henry guckt sich wahrscheinlich ein Drama gerade an. Auf jeden Fall wäre es schön, wenn du auch kommen würdest, Henry. Denn sonst funktioniert das Zusammenbauen mit dem Schneemann ja nicht. Aber Henry hat sich jetzt entschieden, Evie zu helfen. Und ich bin mal gespannt, was für ein Schneemann da rauskommt. Denn die Schneemänner sehen ja immer sehr, ja, ich sag mal, sehr lustig aus. Naja, hat schon mal die Form von einem Schneemann. Ja, er sieht Schneemann ähnlich aus. Ich muss los. Danke, dass du dir Zeit genommen hast. Sehr gerne, Henry. Ich hoffe, also an der Beziehung haben wir schon mal gearbeitet. Ah, ja, jetzt weiß ich wieder, was ich mit Henry machen wollte. Wir wollten ihm ja Angst vor betrogen zu werden. Ist Henry hier noch in der Nähe, dass wir das mit ihm besprechen können? Romantik. Möchte, möchte.
Da haben wir es jetzt nicht. Das ist vielleicht unter freundlich. Nein, wir wollen uns nicht über Liebeslieben beschweren. Okay, dann machen wir es einfach an einem anderen Mal. Vielleicht, was haben wir hier? Mit Henry über Beziehungsängste reden. Ivy hat das Gefühl, klick auf. Okay, unter Kategorie Romantisch. Dann werden wir jetzt hier doch einfach mal unsere Bedürfnisse ein wenig auffüllen. Und dann werden wir Henry vielleicht auf ein Date einladen. Damit wir eben Weihnachten oder das Winterfest nicht alleine verbringen müssen. Oh, und Henry ruft an. Hallo Ivy, ich habe darüber nachgedacht, mir einen Job zu suchen. Was meinst du? Ja, du solltest eine neue Karriere ausprobieren. Du solltest deinem Herz folgen. Ich denke, du solltest das besser lassen. Da Henry ja ein König ist, ich meine, das könnten wir später auch ändern, sagen wir es einfach mal. Ja, du solltest eine neue Karriere ausprobieren. So, Achtung, neue Karriere, ich komme. Das ist doch schon mal gut, dass Henry da so offen gegenüber ist. So, einmal aufräumen und dann werden wir Henry zu einem. Warum können wir ihn nicht um eine Verabredung bitten? Dann machen wir es einfach. Huch. Hier am Handy. Ich glaube, es läuft unter Sozial, Plaudern, gesellschaftlich. Um Verabredung bitten. Es ist nur die Frage, wo wir hingehen. Natürlich fragen wir Henry. Und er hat eine hübsche Weihnachtsmütze auf. Hat er Nein gesagt? Hallo? Warum hat er Nein gesagt? Dann werden wir jetzt einfach mal uns hier freundlich vorstellen. Und dann fragen wir ihn einfach nach den Winter, also nach dem Weihnachtsgeschenk. Ivy hat ihn gerade gerügt. Vielleicht hat ja ihr ja nicht den Mantel gefallen, den sie anhatte. Und was haben wir bekommen? Eine Postkarte. Das ist doch auch eine nette Geste. So. Henry, aber wir wollen trotzdem immer noch ein Date mit dir. Ich weiß, du bist mit Snow zusammen. Aber wir wollen doch noch mit dir über unsere Ängste reden. Mann, warum? Oh, Henry. Was mache ich nur mit dir? Vielleicht machen wir dann einfach einen Videoanruf mit Henry und zeigen ihm dann, dass es uns nicht so gut ist. Der Kaffee war zwar lecker und ich habe Baseball geschaut und dann wollte ich fliegen mit dir, aber du wolltest ja nicht. Ich wünsche dir trotzdem frohe Weihnachten. Und dann geht Ivy einfach schlafen. Also scheint Henry ja lieber heute seinen Tag mit seiner Tochter verbringen zu können. Was man ja auch verstehen kann, aber ich glaube nicht, dass Ivy das versteht. So, Clemens, du darfst jetzt auch wieder abrauschen. Ivy hatte ein grauenhaftes Winterfest, ist frustriert, weil sie verpasste Gelegenheiten hatte. Was stand da? Genau, und sie hat ein Gefühl der Unsicherheit. Und wir werden uns jetzt hier einfach mal um unsere Bedürfnisse kümmern. Und damit Evie im nächsten Teil besser reinstarten kann, würde ich einfach mal behaupten, machen wir hier einfach nochmal einen Cut. Ich hoffe, man konnte sich das Ganze anschauen. Ja, ich wünsche euch viel Spaß beim Spielen und bis demnächst. Tschüss!